Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo! Ja, es gibt gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten. Also, ja, Gary hat leider immer noch 71, weil sie übers Wochenende komplett weg war. Ja. Deswegen können wir die T-Rexe noch nicht reiten. Aber ist egal. Wir haben einiges vor. Und zwar werden wir diese Ruine als erstes wieder herstellen. Yeah. Super. So, und ich weiß zwar noch nicht, wer hier reinkommt, aber hier werden... Ich weiß nicht, wie viele Dinos. Ich denke mal, die Rexe können hier rein, oder? Könnte man reinstehen, ja. Okay, pass auf. Dann, ja, okay, mal gucken. Die könnte man eigentlich auch zum Schutz hier lassen, ne? So, welcome, welcome in unsere Base. Ja, ihr seht schon, hier hat sich was getan. Kommt mal mit. Hier vorne. Komplett alles mit Foundation ausgehöhlt. Ja, ja. Hier hinten auch, aber noch nicht ganz, weil hier bin ich noch am Überlegen, was ich hier hin mache. So, und dann gibt es jetzt... Ach ja, was wir vorher nicht gezeigt hatten. Gary hat den gefiederten Rex Energie gegeben. Also so, dass ja, er hochgelevelt hat. Seht ihr seinen Fail? Soll ich machen? Sonst was sieht denn? Man es vielleicht noch mehr, warte. Ja, mach. Da, es ist knallrot. Als, es ist Blut. Gary, du hast nackt gemacht. Außer oben. Der hatte noch ein paar Haare. Ey, ja. So sieht er auch voll cool aus. Sieht er auch cool aus. Aber ich finde natürlich, mehr Haare sind bessere Haare. So, ja. Wir haben unser kleines Mädchen einen Namen gegeben. Und zwar... Bam! Luna. Stand in den Kommentaren irgendwas mit Mond natürlich, dass Luna Mond heißt. Aber ich denke mir, das war eher drauf bezogen auf die griechische Mythologie... Da heißt die Mondgöttin Luna. Also, Luna, welcome, welcome. Ich habe gesehen, die hat oben andere Farben. Die hat so eher braun als die hier. Die sind so eher... Ja, weiß ich nicht. So grau. Und sie ja. Halt so braun. Seht ihr das? Und die Haare sind ein bisschen bei ihr orange. Aber es liegt halt nur wegen Schatten und so weiter. Kurze Unterbrechung, Freunde. Also, ich bin ab heute... Naja, eigentlich seit 2-3 Tagen... Bin ich Nitrado-Partner? Ja, ich bin nicht mehr bei G-Portal. Ich bin jetzt bei Nitrado. Und in die Videobeschreibung habe ich euch nochmal einen Link dazu gepackt. Ihr könnt euch mal die Seite einfach mal anschauen. Ist wie G-Portal. Bloß, ich finde, in einigen Sachen ist es besser. Ich werde euch das irgendwann mal richtig erklären, was da halt verschieden ist. Vielleicht auch im nächsten Video kann ich euch ein paar Sachen halt zeigen. Wenn ihr natürlich auch über diesen Link einen Server mietet, supportet ihr mich damit auch kostenlos. Sozusagen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten, ich erkläre es euch nochmal im nächsten Video. In Detail. Okay? Gut, weiter geht's. Okay, also, wir haben für diese Folge noch was geplant. Ich habe auch eine neue Mod draufgeknallt. Die werden wir uns später anschauen, weil wir müssen natürlich auf die Jagd gehen. Aber wir wollen eine Ruine wieder zusammenfügen. Heißt, ja. So wie sie halt vorher war. Und das wird als erstes die hier sein. Ich weiß noch nicht, wie ich das perfekt machen soll, denn wir müssen von der höchsten Stelle hier anfangen. Und das würde dann hier so ein bisschen komisch ausschauen, aber hier. Geht halt nicht anders. Hier. Ja, und da, wie, was? Das ist, glaube ich, die höchste Stelle, oder? Du meinst jetzt, das war, ja, wir müssten das jetzt, würde ich jetzt sagen, guck so jetzt, dass das halt perfekt so übergeht, so, you know? Ja. Ja, gut. Ja. Ja, aber ja. Wir müssen jetzt erstmal perfekt hier vorne rüber. Ei. Alter! Okay. Ah, hier muss ich doppelt sitzen, glaube ich. Ja, ich muss hier auch doppelt sitzen, also geht sonst nicht anders. So. Okay. Hä? Warst du das? Ja, sorry. Okay, warte mal. So, jetzt muss ich aber ganz kurz was gucken. Ja, das ist nicht ganz mittig, aber... Guck mal, so hast du Stufen mit? Das geht doch voll... Ja, warte. Setz mal vorne dran. Ah, scheiße, habe ich immer in mein... Ich hab keine. In meinem Monster drin hier. Ach ja, Freunde. Okay. Eine gibt's nur. Eine, wow. Freunde, was ich nochmal sagen wollte. Ach, du hast Odogaron genommen. Nein, ja. Ich hätte sie gerade... Also, es haben welche ernsthaft... Also, no joke jetzt, aber ich weiß ja nicht, ob ihr Augen zugehalten habt oder so, ne? Also, manche haben gesagt, der Ravager sieht besser aus als der Odogaron im Monster Hunter. Da habt ihr echt Tomaten auf den Augen oder so. Also, Tomaten? Tomaten hättest du wenigstens ein bisschen noch was sehen können. Ja, also nee. Leute, wer wirklich gesagt hat, dass der Ravager schöner ausschaut, also... Nee, nur nicht mal.
keine Ahnung, wenn du vielleicht blind auf beiden Augen wärst, dann hättest du vielleicht noch nicht mal gesagt, dass der hübsch ausschaut. Also, würde ich mir Gedanken machen, Freunde. Ein paar Gedanken. Aber nur, die es geschrieben haben. Warte mal, mache ich das jetzt hier ernsthaft weiter? Weil es sieht echt komisch aus. Aber ich lasse das hier so ein bisschen. So, oder? Ey, das ist perfekto. Ey, das ist gut. Guck mal, guckt da irgendwas raus? Ja, es guckt raus. Aber sieht man doch nicht hier. Ah, Soka, Soka. Okay, eine Wand noch hoch. Ich glaube, das sollte dann eigentlich... Achso, nee, warte, ich hab's bündig mit dem Tor gerade gemacht, deswegen. Achso, dann lass es. Da, man hätte ja oben ja zumachen können, aber wir lassen das so. So, und hier habe ich natürlich auch eine Idee. Aber ich hab's natürlich in mein Odogaron drin. So, was willst du zeigen? Machen wir doch so hoch. So hoch? Ja. Oh, das schließt ja perfekt ab. Ja. Alter, wir sind Baugötter-Kappa. So, und hier habe ich mir gedacht, es ist zwar nicht perfekt zu, aber die wollen ja auch eine schöne Aussicht haben, ne? Da. So, oben kommt dann halt noch eine Wand hin. Da kümmert sich dann Gary drum. Achso, ja. Ah, Mist, es ist... Guck mal, geht das so? Es ist zwar nicht perfekt, so über... Du weißt schon, was ich meine. Ich guck mal von außen. Es sieht zwar... Guck mal, hier könnte ich jetzt... mal sehen. Da könnte ich jetzt ein Doppelfenster reinmachen. Aber würde mit einem jetzt besser ausschauen. Guck mal so. Hallo. Ja, und hier auch. Können wir natürlich zum... Das sieht besser aus, oder? Nee, ja, warte mal. Ja, oder? Was gibt's denn ich mach mal jetzt das nochmal. Ich finde das hier hübscher. Ja. Gut, wollen wir so lassen, oder was? Ja. Nice. Okay, dann machen wir das ganz kurz fertig mit Foundations. Ha! Fertig, oder? Perfekt. Nur noch hier jetzt? Ja, das war's. Und guck hier, mal. Ne? Was denn? Hast du noch ein Fenster? Ach so, ja. Hier, glaub, warte. Ich habe jetzt nur noch einen doppelten, aber mit dem doppelten würde es echt eklig ausschauen. Warte, ich baue mal den da ab. Ah, ich guck mal hier, wie sieht's auf rechten Seite? Oh, sieht's genau kacke aus. Da müssen wir, wenn, zwei einzelne Fenster nehmen. Mist. Oder mach komplett zu. Komm, mach komplett zu. Warte, wie viel hast du Wände dabei? Ich hab gar keine Wände damit dabei. Müsste ich kurz vorbeischauen. So, wir sind wieder zu Hause. Jetzt ist die Frage. Was haben Sie? Ich weiß nicht, irgendein ganz, ganz lautes elektrisches Geräusch. Ein sehr lautes Geräusch. Okay, wir sind am überlegen, wen wir da jetzt reinpacken. Entweder die Katzen oder diese komischen Gigantoraptor oder wie sie heißen. Okay, pass auf, ich bringe jetzt alle Katzen mit, okay? Ja, bring mal die Kätzchen mit. Odogaron, dann wie hieß Diego natürlich und Kauga und Hexe. Und Andrew. Und Andrew, ja, meine ich doch. So, Kinder, alle Katzen bitte mit rein hier. So, Andrew und Hexe, ihr seid die Ersten. Reinkommen. Andrew, sehr gut. Hexe ist auch schon durch. Alles klar. Kauga und Diego. Mit rein hier. Let's go. Gut. Und ich komme auch mit rein. Jo. Nein. Okay, sind alle mit dabei? Cool, sind wirklich alle mit dabei. Kinder, alle mitkommen. Alle mitkommen. Folgt mir, meine Kinder. So, Gary, die Armee kommt. Die Armee, okay, okay. Ja, das ist jetzt scheiße hier mit der Tür. Andrew! Du musst komplett drin bleiben. Aber warte, da fehlt noch einer. Kauga fehlt auch noch. Kauga ist da hinten an der Wand. Ja, hol ihn mal. Oh, reit ihn. Okay, Kinder, mitkommen. Der kommt. Jo, super, perfekto. So, und jetzt musst du mir hier das hier aufhalten. Halte ich gerne auf. Und einen Moment. Tür auf, bitte. So, aber wir können sie einzeln natürlich reinreiten. Hallo, ey, sie passen rein. Und Platz ist auch noch genug. Hier sag ich ja. Guck mal, hier habe ich sogar extra Futterdingstrug hingebaut. Ja. Oh, sehr gut. Ja. Na, Andrew, ist besser. Ist nicht mehr so eng, ne? Ich weiß. So, dann holen wir mal ganz kurz alle rein. Diego! Ach ja, Diego braucht ab von heute nun an, ich denke mal, es kam mit den letzten Updates, er braucht einen Sattel. Brauchte er ja vorher nicht. Aber das sind sie. Das sind unsere kleinen Kinder. Aber hier haben wir uns was überlegt. Und zwar kommt hier jetzt auch eine... Hast du eine Wand noch? Ja, ich habe sogar mehr Wände. Okay, aber guck mal hier. So, Gary, mach mal eine da jetzt rechts hin. Ey, guck mal, das sieht... Oh, hier. Und das hier. Also... Perfekt. Ne? Ja, genau. Warte. Okay, komm, mach jetzt keinen Fehler. Ich habe jetzt... Gut. Okay. Das hätten wir. Oh, jetzt brauchen wir für hier eine Stufe. Hab ich noch eine Stufe dabei? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Stufe. Shit, ich habe keine mehr. Ich bin am Überlegen, ob wir es oben zumachen sollen oder halt, ob wir... Vielleicht gibt es ja irgendein Gitter. Aber, komm mal rein. Ja, wenn ich komme. Wenn wir das oben wirklich zumachen wollen, dann müssen wir aber noch eine Wand hochbauen.
Okay, dann lassen wir's auf. Dann lassen wir's fürs Erste, weil ich sag mal, es kann hier reinregnen. Die fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl. Ja, passt doch. Okay, Gary, dann würde ich sagen, schwing dich auf Ivory, ich auf Odugaron und dann suchen wir das neue Wesen aus einer anderen Welt. Ganz andere Welt. Ja, jetzt die Frage, wo ist es? Ja, wohin? Ich würde sagen, wir gehen dahin, wo wir immer hingehen. Irgendwo da hinten. Ach ja, wir kriegen keinen Fallschaden, stimmt ja. Echt jetzt? Ja, man kriegt keinen Fallschaden, alles gut. Spring einfach, spring um dein Leben. Yeah. Weil du kriegst wirklich nichts ab. Ha. Nö, irgendwann sind wir auf einmal trotzdem tot. Rip. Hallo. Sky, wie geht's dir stets, Bro? Gary, guck mal, ich hab wieder mal Junger. Warte mal, der ist ja noch hässlicher als der andere. Thanos! Thanos, Gary! Wir müssen Thanos beschützen! Das ist Thanos! Das ist der stärkste Dino ever! Ernsthaft jetzt! Ich will Thanos haben! Ich töte kurz alles, was hier in der Quere ist, irgendwie. So, ja, Freunde, die Viecher sind echt krass. Wir zähmen jetzt Thanos! Er kann mich nicht töten! Irgendwas noch angegriffen! Ja, du Scheiß! Von so. Dem Sticky! Okay, Gary, hol ihn! Los! Ich will Thanos haben! Hi, Thanos! Ja, ja, ich weiß, du bist auch nicht so hübsch, aber werd jetzt nicht böse! Pass auf, langsam, langsam, langsam. Er wird ansonsten sterben. Warte, er ist gleich down? Ja, er hat ja nur Level 32. Okay, pass auf. Hier, ich hab Ramatten dabei. Jo, ich auch. Aber nur ein little bit. Boah, ich hab mir jetzt Warte. Irgendwas hat hier gerade noch geschrien, keine Ahnung. Hast du reingepackt? Ja. Jo, nice. Okay, Thanos. Wir haben Thanos gezähmt. Tja, Thanos ist halt ein Schwächling, was soll man halt sagen, ne? Ich stell mir kurz solche komischen Pokébälle her. Hey! Oh, you have tamed a Thanos! Tja, Leute, wir haben Thanos gezähmt. Tja, 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 tja. Wo sind die Pokébälle? So, machen wir mal 3 Stück hier. Du so. Wer wird angegriffen? Hey, Thanos sieht wirklich... Ich finde, sieht gut aus. Also, seine Fresse sieht halt ein bisschen weird aus. Aber Gary, setz dich mal auf ihn drauf. Erinnert der dich an irgendjemanden, ne? Er fängt mit U an. Und ich sag's nur Paradise. Dieser Ultimasaurus, nicht der Ultimasaurus, sondern den anderen. Stimmt. Siehst du das hinten auf dem Rücken? Ja, ja. Geil, wa? Ah, da, ja, jetzt seh ich's. Darf ich mal kurz drauf? Na klar. Super. So, mal sehen. Mach mal einmal ganz kurz irgendwas. Okay. Jo, Thanos, hast du wirklich hübsch gemacht. So, Linksklick. Ja, irgendwas stimmt mit seinem Hals nicht. Seht ihr es? Es zieht nach vorne. Rechtsklick. Gut, C. Komm, irgendwas. Du bist Thanos. Gary, ich greife den jetzt vor mir an, ja? Oh, das ist ein Sinoceratops. So, ich töte es. Thanos besiegt alles. Thanos besiegt alles. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob Thanos... Doch, guck mal, Thanos pusht den einfach nach hinten. Töte ihn, Gary. Denn Thanos schickt seine Armee vor. So, super. Aber Thanos, du kommst erstmal mit hier. Zack, rein da. So, dich nehmen wir auch noch mit. Okay, auf geht's. Guck mal, da ist er doch rechts hier. Hallo Kleiner, dich holen wir auch noch, Kollege. Boah, der hat eine schöne Farbe. Der hat echt eine schöne Farbe. Ihr habt ja, ein paar, sagen wir eine Handvoll, hat reingeschrieben, wie man das Viech zähmen kann. Und das werden wir auch noch tun. Dankeschön auf jeden Fall für den Tipp. Ja, das neue Ding. Ein Albino-Spino. Also das komische Viech haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Aber wir geben noch nicht auf. Ey, Terry, ist das dein Ernst? Ey, Gary, der Spino sieht... Er hat rote Augen! Der hat rote Augen. Pack die Pfeile raus und wir packen ihn uns. Los, ich tanke so lange. Ich tanke. Okay. Super, super. Es ist der Siamosaurus. Den, was ich immer zählen wollte in anderen Folgen, der mal immer gestorben ist. Ach, der ist das? Ja, das ist er. Lass ihn schön essen. Er soll schön essen. Ja, iss ruhig, Kleiner. Iss ruhig. Und abschieben. Ah, dein Hals ist dick. Müssen wir untersuchen. Vielleicht ist es ein Tumor. Eieiei, es ist sogar ein Mädchen. Ich kann gerade nicht schießen, irgendwie. Ja, ich schieße ein bisschen immer drauf, so, Alter, weißt du? Alter, was willst du denn? Töte es. Pass auf, der Spino kommt zu dir. Ja, deswegen habe ich auch aufgehört anzugreifen. Er kommt in deine Richtung, er kommt zu dir. Wer, dieser Rhino-Ding okay, da? Jo, sehr gut. Ja, der sieht aber gut aus. Erinnert mich irgendwie an den Hypo-Spino. Ja, irgendwie ja schon, ne? Ja, deswegen, ich will ihn haben. Pass auf, er kommt zu dir. Nee, er bleibt hier. Aua. Baryon? Gary! Oh, ich muss gerade zuschlagen. Das war ja, Alter, 5000 noch. Was gibt das Ding schon ab? Wer denn? Was Die denn? Ravager. Ja, aber nicht an jedem Viech. Ach so, nicht an jedem Viech. Das war ein Baryonyx Natur. Nature, ja. Ah, weil wir Storm... Ah, stimmt ja. Wir sind ja Storm.
So, mal sehen, wie viel Turbo hat er? 6000 noch was. 6000, easy, kriegen wir runter. Was ist denn das Ding da hinter dir gewesen? Was ist hinter mir? Eine Schnecke. Was für eine Schnecke? Gary, ich wurde... Gary, ich mach kurz auf Passiv. Ein scheiß Caprosuchus hat mich in sein Maul reingeschlossen. Ja, ich komme. Du musst kurz den Spino von mir weglocken, weil dann kann... Hast du Caprosuchus ist tot, aber der Dings ist gleich tot. Ja, du hast 2000 noch was Schaden an Dings gemacht. Nee, Caprosuchus war das. Da waren 2000 noch was grüne Zahlen. Also, Gary... Ja, okay, ich hab den Caprosuchus getötet. Ja, du hast ihn auch getroffen. Aber so richtig. Ja. Oh. Das kleine Ding hier ist das. So, hab ihn. Alles gut. Oh. Alles gut, hinterher. Es darf nicht sterben. Spino, bitte bleib hier. Come on. Es ist down. Ja. Oh Gott. Ja. Okay, kannst du es kurz sehen? Ich steck drin fest. Hilfe! Ah, ich bin draußen. Komm, mein Kleiner. Geil. Du kriegst um dein Leben. Weg hier. Was auch immer du bist. Okay, Diplocaulus. Ups, tut mir leid. Nee, aber die Caprosuchus habe ich 2000 noch was abgegeben. Ihn habe ich, glaube ich, nur 100 noch, nicht 100 noch was, 800 ja, noch was. Ja, also, wie gesagt, ich habe deine 2000 noch was gesehen, deswegen. Ja, das war ja den Capro. Okay. So wie bei dir. Mia! Yes! Wir haben ihn. Okay, warte mal, ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Warte, Gary, ganz kurz. So, ich muss kurz einen Cut setzen. Gary! Oh Gott! Alles Arigato! Gut. Dankeschön. Alter, was war das? Ein Raptor? Okay, ich muss kurz nochmal was schauen. Ja, leider funktioniert es nicht, was ich vorhatte, aber ist egal. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Denn wir haben eine andere Mission. Wir sammeln jetzt gerade alles ein. Wie gesagt, wir müssen stärker werden. Wir brauchen eine Armee. Ich habe ihn gefunden, aber tot. Wie tot? Ja, ich habe ihn gefunden. Wo bist du? Bei dem... Oh Gott, der despawnt ja schon bald. Hier ist so ein kleinerer See, kurz bevor der große See kommt. Das ist er? Ja. Nein. Yep. Oh Gott. Oh, guck mal. Das sieht geil aus. Okay, ich hab ihn abgebaut. Ich hab mir seinen Kopf angeguckt, Mann. Ja, ich hab noch gar nicht angeguckt. Ich will lebend sehen. Ich will nicht tot sehen. Warte mal, ist hier gerade ein Revenger draußen? Hier ist ein Revenger draußen. Das ist doch kein Revenger. Das ist ein nackter Hund. Nein. Hab ich die Ratte getötet? Ich hab die Ratte getötet. Nein, Mist. Du hast den Ceratops getötet. Ja, aber sie ist auch tot. Hä? Hast du auch bekommen? Bellosaurus-Texan? Genau, Bellosaurus habe ich auch bekommen. Ja, cool. Gary! Ja? Das Riesenkrokodil ist wieder hier. Geil. Palus Guard of the Swamp. 200 noch was, 1000 an Energie hat er. Ich glaube, dann ist das bestimmt so eine Art Boss. Es ist auf jeden Fall ein Boss. Das ist riesig. Soll ich mal angreifen? Juhu. Hallo! Hi, Croco! Hey Croco! Es will mich, aber es ist zu schnell. Es dreht sich zu schnell um. Okay. Ich lasse es mal lieber. Schnell nachher, weg hier. Nachher one-hitted er. Ja, ja, deswegen halt. Oh mein Thanos! Gott. Thanos ist wieder da? Da ist noch ein Thanos hier. Thanos, Kleiner, ey, ich hab dich beschützt. Thanos wird bezwungen. Von zwei kleinen Dinos. Ich hab ihn beschützt. Oh, hallo! Oh, ist da oben eine Schatzzelle? Ja. Oh Gott, das dicke Ding ist runtergefallen, was wir von vorher schon mal sehen wollten, aber die Turbo zu weit schnell runterging. Ja, hier bin ich. Huhu. Okay, du bist bei mir? Ja. Ach, hallo. Ja, lass es weg hier. What the fuck? Ich bin abgestiegen. Hilfe! Ich komm. Wer greift dich an? Die Raptor! Oh, ich bin im Wasser, Ich bin tot. Ich komm. Nein! Ach man, dieses scheiß Wasser. Ah. Man ist viel zu langsam da drin. Komm der mit! Raptor, da hat mich ein Raptor angespuckt. Aha, na super. Ivory, komm mit. Ja, ich warte hier auf dich. Du brauchst ja deine Klamotten. Du musst, glaube ich. Ich bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier. Nee, keine Ahnung. Ich bin hier irgendwo. Weg mit dir, Kollege. Ach, und wenn. Die Sachen, die ich da hatte, sind nicht wichtig. Außer die Pfeile, wenn die Pfeile mit. Und ach, die Pfeile können wir uns herstellen. Da, ich seh dich. Wo bist du denn? Hinter dir. Ja, komm, pack dein Ding sein und dann weg hier. Ja! Ich finde die Stelle hier übelst gut. Wäre gut, wenn du mir hier den Rücken frei hältst, so weißt du? Ja, komm einfach her. Hey, aus jetzt. Ey, Freunde, die sind echt OP, Mann. Die werde ich für die nächste Folge auf jeden Fall nicht benutzen. Ich muss auf jeden Fall schnell die Motte einpacken. Ja, mach. Ich finde die Stelle hier richtig gut.
Hier hätte man sich auch aufbauen können. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber naja. Alter, vor unserer Haustür geht hier voll die Party ab hier. Wie? Hier geht voll die Was Party ist da denn los? Junge, Kinder, ihr sollt hier nicht mehr spawnen. Wir haben da was hingebaut. Verstanden oder was? Also, ich einfach alles weghaue. Naja, ist ja noch nicht ganz bei unserer, in unsere Base drin, weißt du? Ja gut, aber trotzdem schon. Oh, Zack. Guck, hier, der Kano. Ach, wollt ihr mit reinkommen? Gut. Okay, Kinder, wir sind wieder zurück. Wir haben euch Freunde mitgebracht, aber die stellen wir am besten in unsere Base rein. Also ich glaube, Odogaron und so weiter lasse ich hier. Kinder, wir kommen! Wir haben zwei neue Freunde, die werden wir euch jetzt gleich zeigen. Ich glaube, der Majunga wird sich freuen. Maju wird sich freuen. Hi, Rex! Ah, hast deine ganzen Haare wieder, wa? So, also, Freunde, hört mal zu. Wir haben jetzt nicht erschrecken. Als erstes, okay, da erschrecken sie sich nicht davor. Den hier. Den Siamosaurus. Ist eine Art Spino, aber komplett anders. Der hat doch voll den dicken Kehlkopf. Ja, ich wollte ihn halt untersuchen, Gary. Weißt du, so, ich musste Doktor wieder spielen. Doktor. So. Sieht ziemlich cool aus. Albino, musste ich haben. Erinnert mich an den Hypo-Spino. Und dann, Freunde, nicht erschrecken. Es ist Thanos. Bam! Ja, Thanos, herzlich willkommen in der Familie auf jeden Fall. Ey, der ist aber groß. Breit gebaut ist er auch. Ja, ich finde, das an seinem Rücken sieht übelst nice aus. Ja, Freunde, den wir uns sehen wollten, keine Ahnung, wir suchen schon sehr, sehr, sehr lang. Wir haben ihn bis jetzt nicht gefunden, außer tot. Ja. Ja, aber naja, nächste Folge, hundertprozentig. Wir werden ihn versuchen zu holen, okay? Naja, auf jeden Fall war es wieder von der weiteren Folge Ark. Nächste Folge werden die ausprobiert. Und dann, wir suchen diesen Drak. Oder wie er auch heißt. Yes. Naja. Falls euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.